Wir schreiben das Jahr 2015. Mercedes bringt mit dem AMG GT einen Porsche-Jäger auf den Markt. Da der 911er mittlerweile aber schon eine Generation weiter ist, wird es auch bei AMG Zeit für eine Neuauflage. Die Affalterbacher bleiben dem Look treu und werden dennoch moderner. Teaserbilder hat es schon gegeben und nun überlassen wir unserem Computerzeichner mal den Stift. Die Plattform und die Technik übernimmt der GT vom neuen SL. Die Optik allerdings wird eher in Richtung AMG One gehen. Die Lufteinlässe, die Scheinwerfer und der aufgeklebte Stern ähneln dem Hybrid-Supercar. Unter der Haube bleibt es natürlich beim 4-Liter V8 Biturbo. 476 und 585 PS könnten auch in Zukunft die Leistungsangaben sein. Aber statt Hinterradantrieb wird es wohl Allradantrieb geben. Damit wird es dann auch schneller von 0 auf 100 gehen. Für eine Basisversion wäre der Vierzylindermotor aus dem AMG A45 denkbar, allerdings natürlich als Plug-in-Hybrid. Topmotor sollte ein etwa 800 PS starker elektrifizierter V8 aus dem AMG GT 63 SE Performance werden. Bereits 2022 könnte der neue AMG GT vorgestellt werden. Die Preise werden wahrscheinlich knapp unter 130.000 Euro starten.